habe Bedenken, dass es nun wirklich in die Hose geht. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full-Face-Action-Make-up für dich. Ich habe für alle Produkte, die ich hier liegen habe, also für alle, was ich gleich in mein Gesicht packe, Produkte, nur 25 Euro bezahlt. Das ist unfassbar wenig. Und am Ende des Videos gibt es auch noch eine kleine Verlosung. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Zuallererst muss ich meinen Blumenhaarreif aufsetzen. Ohne Blumenhaarreif, ohne mich. Wir starten mit einem Primer und zwar von Max & More, ein Face Primer und der ist Hydrating, also der soll tatsächlich auch feuchtigkeitsspendend sein, da bin ich wirklich gespannt. Feuchtigkeitsspendender Gesichtsprimer versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und sorgt dafür, dass das Make-up länger hält. Gucken wir mal. Wir haben es jetzt 13.50 Uhr, was habe ich heute noch vor? Ich wollte nachher das Bett neu beziehen. Und ich wollte, heute Abend gehen wir essen mit meiner Mama und ihrem Mann. Ich will immer noch Freund sagen, ne? Aber die haben vor einem Jahr geheiratet. Vor bald einem Jahr. Jo, ne? Die Verpackung kommt weg. So sieht der Primer aus. Und ja, der ist in so einem Glasflakon und sieht echt interessant aus, ne? Hat hier so einen Pumpkopf. Ich schüttel den vorsichtshalber mal, weil man weiß ja nie, wie lange der vielleicht stand lag oder so. Genau, dann mache ich den jetzt einfach mal auf meine Finger. Ich verteile Primer ja immer ganz gerne einfach mit meinen Fingern. Manche machen das auch ganz gerne mit einem Pinsel oder so, aber ich mache das mit meinen Fingern. Okay, also von der Konsistenz her ist der ziemlich fest. Sieht man, ne? Der ist einfach blau. Riecht nach einer ganz normalen Tagescreme. Jetzt gebe ich mir den einfach mal so ein bisschen auf. Ja, lässt sich auch verteilen wie eine ganz normale Tagescreme. Da ist jetzt nicht irgendwie ein silikoniges Gefühl oder so. Und der riecht, ich würde fast schon sagen, wie Nivea. Bisschen wie Sonnencreme auch vom Geruch her. Ich mache jetzt noch ein bisschen was auf meinen Hals. Weil wenn der auch feuchtigkeitsspendend ist, dann ist es nie verkehrt für den Hals. Das ist bei mir immer eine ganz gute Geschichte. Mache ich ganz gerne. Ich habe auch das Gefühl, dass er relativ gut ins Gesicht einzieht. Ich wollte jetzt auch nicht halb Primer, halb nicht Primer machen, weil es so oder so jetzt alles komplett neue Produkte sind, ne? Und ja, da wollte ich einfach das alles in Kombination sehen. Ich habe zwar auch heute Morgen, also es ist jetzt ja auch schon in dem Sinne 4 Stunden, 3 Stunden her ungefähr, eine Feuchtigkeitspflege verwendet, aber meine Haut, die schreit zurzeit einfach danach, dass sie gepflegt werden möchte und Feuchtigkeit braucht, dann kriegt sie das auch. So, der Primer ist jetzt relativ gut eingezogen. Also ein bisschen bappig ist der noch, aber das soll der ja auch sein, damit die Foundation nachher hält. Ich habe jetzt nicht dieses Würstchenbildungsgedöns. Das ist ganz gut. Deswegen so First Impression von dem Produkt ist schon mal ganz positiv. Als nächstes habe ich eine Foundation gefunden, auch von Max & More. Das ist die Matte Shine Control Foundation in der Farbe Soft Rose. Ich denke, dass sie vielleicht nicht so ganz passend sein wird. Aber alle anderen, die ich gesehen habe, von der Foundation, waren irgendwie sehr, sehr dunkel. Also es gab entweder eine ganz dunkle Tinted Bronze oder sowas, ich weiß es nicht, und dieses Soft Rose. Und da gab es auch nur noch eine einzige von, deswegen ist die Verpackung auch schon ein bisschen auf. Aber ist nicht schlimm. Ja, da bin ich einfach gespannt. Wie gesagt, ich wollte heute eigentlich noch essen gehen. Ja. Foundation Matt mit einem mattierenden Effekt für eine ebenmäßige Haut. Ne? Ich glaube, die hatten auch keine anderen Foundations, sonst waren das halt auch so L'Oreal Foundations. Die wollte ich, oder Maybelline habe ich da, glaube ich, auch gesehen. Ja, die wollte ich dann nicht mitnehmen. Dann werde ich das Ganze auftragen mit einem Beauty Sponge. Und ich glaube, der hat nur irgendwie 89 Cent gekostet, kann das sein? Also das war super, super günstig. Gab es auch in verschiedenen Farben da, aber ich fand Schwarz ganz schön. Ja, so sieht der aus. Ne? Erinnert mich ein bisschen an den Catrice Sponge, den es mal in der Limited Edition gab. Der ist aber jetzt echt ein bisschen hart. Da bin ich gespannt, ob der jetzt noch ein bisschen weicher wird, wenn ich den jetzt anfeuchte. Weil ich immer noch kein Waschbecken hier habe, gibt es das Balea Wasserspray. Ja, der ist jetzt immer noch ziemlich hart, muss ich sagen. Von der Oberfläche her fühlt er sich deutlich weicher an, wie andere Beauty-Schwämmchen, die ich so habe. Und ja, irgendwie feiner strukturiert, also gröber, also nicht gröber, feiner strukturiert und irgendwie halt so mikrofasermäßig. Wisst ihr, was ich meine? So fühlt er sich jetzt auf jeden Fall an. Aber ich habe da jetzt derbe Wasserspray drauf gemacht und ja, dann soll er jetzt wohl mal zum Einsatz kommen dürfen.
Ja, hier ist die Foundation ausgepackt und ja, dann gucken wir uns die erstmal auf dem Handrücken an. Okay, das finde ich jetzt schon mal irgendwie blöd, ne? Also irgendwie sieht die benutzt aus. Aber sie war ja noch komplett in der Verpackung, auch wenn die Verpackung etwas kaputt war. Ja, die ist ziemlich fest, ne? Das sieht sehr, sehr fest aus. Riecht nach nichts jetzt im ersten Moment. Wenn ich die jetzt so mit dem Finger verteile. Ja. Könnte passen. Könnte passen. Ich trage die jetzt erstmal mit dem Beauty-Schwämmchen eigentlich auf und blende die dann ein. Das Beauty-Schwämmchen ist aber schon ziemlich hart, ne? Also die Farbe passt auf jeden Fall, aber das Schwämmchen ist so hart. Mein Gesicht fühlt sich etwas verprügelt. Ich würde fast schon sagen, dass die Foundation perfekt zu meinem Hautton passt. Nur das Schwämmchen ist böse. Das kloppt die Foundation so richtig rein. Das ist voll aggro hier. Ja, also ich finde, dass die Foundation doch ganz gut passt und dass es alles auch ganz ordentlich aussieht. Ich hätte nur gerne noch ein bisschen mehr Deckkraft, deswegen lege ich hier noch eine Schicht drauf. So sieht das dann wirklich in zwei Schichten aufgetragen aus und mir gefällt das Ergebnis echt gut. Also ich finde, dass die Farbe sehr schön ist. Ich finde, dass sie auch wirklich eine gute Deckkraft hat. Also nicht zu stark, aber auch nicht zu schwach. Also dementsprechend, sie lässt sich schön aufbauen. Und wenn man die halt so nochmal richtig derbe aufbaut, dann ja, ne, deckt sie ganz gut alles Mögliche ab. Aber für die heftigen Sachen ist dann tatsächlich auch noch der Concealer zuständig. Ich finde aber, dass sie auch relativ gut sitzt. Also ja, sie fühlt sich sehr klebrig an. Ich muss sie definitiv abpudern, aber ich habe ein gutes Gefühl dabei. Ich werde nachher ja nochmal filmen, wie es aussieht, wenn ich die ein bisschen länger drauf habe. Aber so fühlt sie sich gut an. Und die Farbe mag ich auch. Jetzt habe ich noch eine Concealer-Palette. Das ist hier eine von Paris Beauty oder Paris Beauty, denke ich mal, eine 5-Color Concealer und Bronzer-Palette. So sieht die Palette von außen aus. Ist Metall von außen und erinnert mich halt wirklich von der Verpackung so ein bisschen an Urban Decay oder so. Hier hast du dann drei cremigere Töne und zwei Pudertöne. Ein Pinselchen, das ich jetzt nicht so unbedingt benutzen werde. Und hier ist eine Folie drüber über dem Spiegel, das ziehe ich auch mal eben ab. So, jetzt sehen wir die Farben nochmal etwas intensiver und besser. Und weil ich auch die Folie davon abgenommen habe und ich denke, dass der hellste Concealer tatsächlich mehr so mir entspricht. Deswegen gehe ich hier mit einem Concealerpinsel von Luvia rein. Ist schon relativ dick, aber das sind die ja meistens, ne? So, und den trage ich mir dann erstmal unter meinen Augen auf. Ui, vielleicht doch etwas hell, mal gucken. Oh, der ist spiegelverzerrt aber. Oh, der ist nicht gut. Da wird mir schwindelig, wenn ich da reingucke. Also ich finde, dass der Concealer sich gar nicht gut auf meiner Haut macht, ne? Der trocknet die Haut extrem aus und betont halt meine Trockenheitspünktchen, die ich aktuell habe. Und das gefällt mir gar nicht gut. Das gefällt mir nicht, ne? Die Farbe passt zwar, aber ne, das lässt sich gar nicht gut. Also hier gerade unter dem Auge, seht ihr das da, diese Stelle? Finde ich ganz furchtbar. Also wie krass der einfach meine Trockenheitspunkte da betont, ne? Ganz, ganz, ganz übel. Ne, ist ja übel, übel. Der deckt wohl. Das macht er wohl. Aber schön aussehen tut er nicht, ne? Das soll er ja normalerweise machen, schönes Ergebnis. Aber vielleicht ist der Concealer auch nicht dafür gedacht, um die Augen zu setzen oder so. Ich versuche mal eine andere Farbe. Eine Nuance dunkler, um so Rötungen abzudecken. Weil das soll Concealer ja auch machen. Dann habe ich hier was. Am Kinn. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass er die Foundation quasi wegmacht. Ich verblende das jetzt nochmal mit diesem Beauty-Schwämmchen. Der ist ja auch angefeuchtet. Und guck mal, ob das vielleicht besser funktioniert, wenn ich das mit einem feuchten Tool einarbeite. Man sieht echt so durchgerumst hier mit dem Ding. Nee, der Concealer ist Mist. Der gefällt mir überhaupt nicht. Also Leute, diese Palette ist jetzt nicht so der Shit, ne? Nee, nee, nee.
Dennoch muss ich jetzt diesen ganz furchtbaren Concealer setten. Und dafür habe ich hier dieses Mineral Powder von Your Makeup Collection. So sieht das hier in der Verpackung aus. Vor Gebrauch schütteln, damit die gewünschte Menge an Pulver in der Bürste gelangen kann. Okay, der Bürste. Der gute alte Bürste. Wer kennt die nicht? So sieht das Produkt aus. Also unten hast du das Puder drin. Dann hast du hier oben diese Bürste. Ich denke aber, dass ich das mit einem anderen Puderpinsel auftragen werde. Hier hast du noch in dem Deckel einen kleinen Spiegel drin. Für zwischendurch ist auch mal ganz schön. Da sieht man dann sich so stellenweise. Und der Spiegel verzieht jetzt auch nicht so schlimm wie der von dem Concealer-Dingenskirchen. So, dann kann man das aufschrauben. Dann hat man hier die Bürste und hier das Produkt. Hier hast du dann diese typischen Mineralpuderviecher. Dann nehme ich jetzt erstmal die Folie ab. Echt? Nee. Ich muss dieses Produkt erstmal verstehen, ne? Hatte das jetzt geschüttelt, während ich den Deckel drauf hatte, dann hat sich hier so eine kleine Puderansammlung ergeben, die jetzt aber wahrscheinlich eigentlich tatsächlich durch den Pinsel durchkommen sollte. Oh mein Gott, irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Da kommt aber nichts raus. Hier und da lösen sich halt auch einfach schon die Haare ab, ne? Nee, ich möchte das aber nicht mit diesem Pinsel verwenden. Wie gesagt, obwohl da kommt jetzt Produkt raus. Das ist ja komisch. Oh, der Pinsel ist hart. Das ist nicht mein Freund, der Pinsel. Nee, wir machen das anders. Hat so einen leichten Hauch von Rose übrigens, dieses Mineralpuder, wo sich jetzt gerade echt ein Haufen angesammelt hat. Ich gebe das jetzt mal eben in so einen Metalldeckel, der hier so rumliegt. Ich versuche das da jetzt gerade wieder reinzukriegen. Okay, ich nehme jetzt einen Puderpinsel, gehe vorsichtig hier rein, klopf ab. Okay, das ist nicht so einfach. Und gebe mir das erstmal hier unten drunter. Oh mein Gott, das ist rosa. Es ist einfach rosa. Aber die hatten keine andere Farbe, es gab nur diese hier. Habe Bedenken, dass es nun wirklich in die Hose geht. Ich nehme jetzt hier so einen Setting Brush von Real Techniques und gehe hier in das Puder rein. Oh, ich habe gerade hier voll einen Struggle, ey. Genau, geh vorsichtig rein, klopf das ab und gib mir das halt unter die Augen zum Setten, weil so langsam muss ich meinen Concealer setten, der ja total wunderschön ist, damit der wunderschöne Concealer auch nicht creased. Es sieht total übel aus. Wird es noch irgendwann schön? Ich glaube, ich habe mir gerade Augenringe geschminkt. Sieht total schlimm aus, oder? Das Puder ist nichts für mich, dieses Mineralpuder, bei aller Liebe. Aber das ist mir einfach zu rot. Das geht so nicht. Einfach nein. Also ich würde sagen, das ist eher ein Rouge oder ein Blush, aber kein Mineralpuder für Make-up-Setten. Super, ganz super. So blöd das jetzt auch sein mag und eigentlich macht man sowas nicht, aber ich gebe mir jetzt Foundation darüber, weil sowohl Concealer als auch Puder haben bei mir versagt. Und ich nenne dieses Moppet, was ich jetzt in meinem Gesicht habe, ein Full-Face-Action-Make-up. Das will ich jetzt versuchen, nicht mit anderen Produkten zu retten, sondern die Produkte sollen sich gegenseitig retten. Mit diesem furchtbaren Blenderpinsel, Blende-Sponge, gebe ich das einfach mal über dieses wunderbare Setting-Puder. Und über den Concealer, was soll's. Foundation als Concealer zu verwenden, ist echt die Notlösung überhaupt, ne? Naja, aber ich habe noch ein anderes Puder in einer Palette hier drin. Das ist ein bisschen dunkler, aber das kriegen wir hoffentlich hin. Es ist nämlich nicht rot. Eigentlich ist es die Shape and Blush Palette, wo du auch den Bronzer mit drin hast. Aber ich finde, dass diese beiden Töne hier auch als Puder genommen werden können. Hier steht auch wirklich drauf Pressed Powder, Warm Ivory und Banana Yellow. Und Banana Yellow kann ich vielleicht so ein bisschen nehmen, um es unter die Augen zu packen. Mal gucken. So sieht die Palette dann von Namen aus. So, diesen Setting Brush von Real Techniques säuber ich jetzt mal in diesem Catrice Pinselreiniger Pot. Den verlinke ich dir auch mal unten in der Infobox. Der ist nämlich echt super. So, Spiegel ist hier nicht mit bei. Dann lege ich mir meinen Spiegel von Jana, den ich gekriegt habe, mal hier oben rein, um mich zu sehen. Dann gebe ich mir mal dieses Banana als Settington unter mein Auge. Huh, das riecht aber nach Kinderschminke. Ah, das riecht wirklich nach Kinderschminke. Ja, aber zum Concealer-Setten ist der wirklich gut, der Ton. Gerade wenn du halt vorher dieses Fauxpas mit
leider, leider eigentlich eher Rouge-Mineralpuder hattest. Für mein ganzes Gesicht nehme ich dann einen etwas größeren Pinsel aus dem Rose Quartz Set und gehe dann halt in den etwas dunkleren Puderton rein. Und es staubt schon, ne? Und puder mal mein Gesicht ab. Oh, das tut so gut gerade. Ja, das Finish gefällt mir doch mal deutlich besser. Ja, es ist halt immer noch nicht ganz optimal, weil ich halt keinen richtigen Concealer verwenden konnte, ne? Also das fehlt meinem Gesicht, das fehlt meiner Augenpartie enorm. Aber es ist dann nun mal so. Also die Palette ist jetzt so von den beiden Tönen, die ich jetzt verwendet habe, ganz gut. Kommen wir zum nächsten Produkt und das ist ein Augenbrauenprodukt. Dieser Pinsel oder dieser Stift vielmehr, ist kein Pinsel, erinnert mich sehr an den Eyebrow Stylist von Catrice. Nur, dass der hier tatsächlich ein Anspitzer oben mit dran hat. Das ist von Max & Moore in der Farbe 203 Blond. Shaping Instant Rich Effect. Easy Brow Shaping and Soft and Delicate Touch. Augenbrauenstift. Verleihen Sie Ihren Augenbrauen Farbe und Form mit diesem Stift. Alles klar. So sieht der Stift dann ausgepackt aus. Und die Farbe und den Pinsel gucken wir uns hier mal an auf dem Handrücken. Ja, soft ist der nicht, ne? Der ist schon ziemlich hart. Aber die Farbe könnte wirklich gut passen. Jo. Dann geht's jetzt mal los. Oh ja, die Farbe passt wirklich sehr, sehr gut. Schön aschig. Ich lasse ja meine Augenbrauen wachsen, beziehungsweise züchte die ja sehr extrem. Und dadurch habe ich tatsächlich jetzt auch schon außen einige Härchen, die ich als Guideline nehmen kann, als Richtlinie, dass ich weiß, wo ich ungefähr hin muss. Kannst mir erzählen, was du willst, aber das ist doch quasi der Date with Ashton von Catrice. Also die sind sich sehr, sehr gleich. Der gefällt mir richtig gut. Doch, den finde ich gut. Gut, 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 gut. Gutes Produkt. Das ist mal ein Unterschied, oder? Die Augenbraue gemacht, die Augenbraue in Natura, nicht mehr lange. Ich sag mal so, wenn man jemand wäre, der besser Augenbrauen nachziehen kann als ich, würde man garantiert ein besseres Ergebnis erzielen. Aber bei mir sieht es so aus und es gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich werde es jetzt noch ein bisschen korrigieren mit Concealer, beziehungsweise mit diesem, nicht Concealer, sondern mit dem Stift, mit dem ich eben den Concealer gezogen habe und dann die Foundation auch unter meinem Auge gesetzt habe. Aber ich find's gut. Doch, es kann auf jeden Fall mit dem Catrice Date with Ashton mithalten, oder? So, dann gucken wir auch mal, ob dieser Anspitzer hier funktioniert. Das heißt, reinstecken und drehen im Prinzip. Oh ja, brauche ich aber mein Pöttchen. Oh, das ist schön. Einfach reinstecken und drehen. Cool, es funktioniert. Wahnsinn. Es ist direkt auch ein Anspitzer mit dabei. Und das hat ja nicht viel gekostet, ne? Das finde ich einfach so heftig. Ich glaube, 1,50 €, wenn überhaupt. Ach, Wahnsinn. Zack, wieder angespitzt. Mega gutes Produkt, wird auf jeden Fall bei mir jetzt im Alltag verwendet werden. Ja, endlich wieder ein gutes Produkt hier. So, dann gehen wir gleich mal zu den Lidschatten. Aber ich habe erst einen Eyeshadow Primer. Auch das war in diesen 25 € mit drin. Von Max & Moore Hydrating Prime and Boost. Also der passt dann auch sehr, sehr gut zu dem Primer, den ich unter der Foundation verwendet habe. Und hier steht drauf, feuchtigkeitsspendende Grundierung für Lidschatten. Geschmeidige Make-up-Grundlage für einen längeren Halt des Lidschattens und Versorgen der Haut mit Feuchtigkeit. Das finde ich super. Wie gesagt, hier oben trockene Stellen kann ich hier sehr gut gerade gebrauchen. So sieht die Tube dann ausgepackt aus. Gefällt mir richtig gut. Ja, doch. Ne? Passt sehr gut zum Primer, auch von der Aufmachung her. Und auch dieses Produkt sieht aus, als wäre das schon mal verwendet worden. Ne? Das finde ich doof. Wieso? Riecht genauso wie die Foundation. Ein bisschen nach Nivea-Creme. Und dann kommt das jetzt einfach auf mein Auge. Es ist farblos und ich habe viel zu viel hier. Super. Aber aufs andere Auge. Ja, ne, es ist ein Eyeshadow Primer, der erste, den ich habe. Und beziehungsweise der einzige, den ich jetzt aktuell habe. Gefällt mir aber ganz gut, sieht ganz nice aus und damit kann man arbeiten. Ich habe tatsächlich zwei verschiedene Lidschattenpaletten hier. Das ist einmal so eine komplette Make-up-Palette. Da hast du 6 Lidschatten mit drin, 2 Highlighter, eine Mascara ist da noch mit drin und ein Augenpinsel und ein Spiegel. Und hier habe ich nochmal Really Truly Gorgeous Eyes Eyeshadow Palette. Die fand ich schön von der Holo-Optik her. Und da hast du 9 verschiedene Töne drin. Das sind die hier. So, ich werde aber erstmal mit dieser Palette hier beginnen.
Und hole euch jetzt auch mal ein bisschen näher ran, dann kannst du dir das auch von Namen angucken. Also die Eyeshadow Base scheint jetzt auch ganz gut eingezogen zu sein. Ein bisschen hat sie gecreased, aber ne, was soll ich dazu sagen? Ich habe da auch eben schon Concealer drüber gemacht. Ich habe auch eben schon mal gesettet mit diesem geilen roten Teil. Und ja, ne, da hat der Primer ist jetzt schwer. Ich denke, dass ich wahrscheinlich eher erst den Augenlook hätte machen sollen. Aber wir gucken jetzt mal. So, als erstes gebe ich mir hier diesen Eyeshadow Gianna auf. Da, den hier. Das ist einfach jetzt so ein Setting-Ton. Und den gebe ich auf mein komplettes Lid bis oben zur Augenbraue. Das ist ein schöner, leicht, peachig, stichiger, matter Lidschatten. Halt eine Base, ne? Die Palette riecht so ein bisschen nach Industrielager. Oder nach Möbellager. Also nicht süß, nicht gut, nicht schlecht. Irgendwie merkwürdig. Naja. In die Crease setze ich mir erstmal diesen Ton als Base Crease. Ist auch so ein schöner, matter Ton. Boah, aber ohne Witz, ne? Die ganze Palette hat, glaube ich, 5 Euro gekostet. Dafür ist die Pigmentierung schon ganz schön gut. So, die Crease sitzt. Und ich habe mich auch gerade entschieden, dass ich wirklich nur mit dieser Palette schminken werde. Die andere werde ich dir gleich mal swatchen. Aber ich mache den Look mal jetzt wirklich komplett mit dieser Palette. Versuche dann auch wirklich so gut wie alle Farben, die ich hier sehe, so zu verwenden. Die Crease vertiefe ich jetzt mit diesem Ton. Der hat den Namen Sophia. Mit einem etwas fester gebundenen Blendepinsel. Oh mein Gott. Gott, ist da viel Pigment auf meinem Pinsel. Erstmal, wow. Hallo Pigmentierung. Du auch hier? Das ist ja der Wahnsinn. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Ganz vorsichtig. Also ich bin nur einmal reingegangen und habe schon so ein Pigment da drauf. Das ist Wahnsinn. Hätte ich nicht mit gerechnet. Hilfe. Gut abklopfen. Das ist mir hier hinten ganz schön krass geworden. Nur. Wahnsinn! Das ist eine Pigmentierung hier in der Palette. Da musst du so vorsichtig mit umgehen. Wahnsinn. Ich gehe jetzt nochmal mit diesem Lucia-Ton, diesem etwas helleren nochmal hier drüber, weil mir das hier viel zu heftig ist. So ein bisschen zu soften. Aber ich weiß schon, dass ich nachher mega verblenden muss. Boah, krass. Das ist nicht das, womit ich gerechnet hätte. Das ist mega cool. Klar, Kick Pick hast du eine Palette, ne? Aber das ist auch einfach krass pigmentiert. Wie krass ist bitte diese Pigmentierung von den Schimmertönen? Heftig. Mega heftig. Wow. Mit meinem Finger gehe ich jetzt in diesen Schimmerton hier rein. Der hat die Farbe Elisa oder Eliza. Wahnsinn. Nicht Gesicht fokussieren, Finger fokussieren. Mega geil. Den setze ich mir hier außen hin. Boah. Boah, das ist wie flüssiges Metall. Boah. Diese Töne erinnern mich mega an die Glam Reflection von BH Cosmetics. Heftig. Das ist so butterig, zart, weich, was du da auf dem Finger jetzt hast von den Schimmertönen her, ne? Und die hier gibt es für 5 Euro. Und du hast eine Mascara dabei. Und einen Augenpinsel. Boah. In die Mitte setze ich mir den Eyeshadow Martina, auch mit dem Finger. Das ist der hier. Boah, das ist so gold. Das ist echt schön. Wow. Und auf das Zentrum gebe ich mir diesen Ton, Felice. Auch mit dem Finger. Boah, das ist so buttrig. Das wären das gepresste Pigmente. Der ist einfach Silber. Da muss man gar nicht doll pressen, weil die einfach direkt
da sind. Boah, ist das ein Wahnsinn, oder? Richtig heftig. Ich bin verliebt in diese Palette. Das ist eine nette Palette. Ich nehme jetzt so einen ganz, ganz, ganz soften, leichten Blendepinsel, um es ganz vorsichtig so ineinander zu verblenden. Muss aber echt nicht doll sein. Boah, ich finde das gerade so schön. Und dann nehme ich mir einen sauberen Blendepinsel und diese Gianna-Farbe, die ganz normale Base-Farbe, die ich da auch hatte. Und verblende das mal so hier oben hin, um die Kanten so ein bisschen sauber zu kriegen. Es ist so blöd, wie der Concealer sich hier so abgesetzt hat, ne? Der betont so richtig diese Trockenheit, die ich da habe, und das nervt mich. Ich finde das wirklich, wirklich, wirklich schön. Oh, und wir sind noch nicht mal fertig. Das heißt, also für mich ist es richtig fertig, wenn ich dann auch meine Mascara drauf habe und so, dann wirkt eh alles nochmal ein bisschen anders. Weil mich das übrigens so sehr nervt, dass ich hier unten so trocken bin, gebe ich mir ein bisschen von dieser Eyeshadow Base hier mal hin. Ja, ich weiß, ich habe unheimlich viel schon auf mein Gesicht geklatscht. Aber ich will nachher noch rausgehen können und deswegen muss das sitzen hier doch. So, während die Eyeshadow Base jetzt mal so ein bisschen unter meinem Auge einwirken darf, nehme ich mir hier diesen Eye Pencil, in dem ich sehr skeptisch gegenüberstehe. Aber wenn es ein Eye Pencil sein soll, dann soll der ja auch dafür geeignet sein, dass man damit auch einen Eyeliner zieht. Hoffe ich. Mal gucken. Er ist auf jeden Fall schwarz, aber ich versuche mal mein Glück. Es ist nicht so einfach, als wenn du das mit einem normalen Filz-Eyeliner machst oder mit einem Gel-Eyeliner, aber es geht. Es ist nicht so schön vom Wing her, aber man kann es machen. Für den unteren Wimpernkranz verwende ich hier dieses Sophia. Ganz vorsichtig. Mega gut abklopfen. Aber erst muss ich meinen Lidschattenprimer ja so ein bisschen setten. Da gehe ich hier einfach in dieses Bananapuder rein. Und setze mir das dann drauf. Und ich finde, das sieht besser aus als vorher. Jetzt dadurch, dass ich diesen Lidschattenprimer da dran gemacht habe und das Ganze ein bisschen heller gestaltet habe. Naja, auf jeden Fall. Gehe ich jetzt an den unteren Wimpernkranz und genau, presse mir da die Farbe ein bisschen dran. So, den Pinsel mache ich in diesem Pinselreiniger kurz ein bisschen sauber. Dann gehe ich in diese glitzernde Farbe rein. Martina ist es, glaube ich, genau. Setze mir das nach innen auf. Verblende das auch so ein bisschen ineinander. Da nehme ich so einen Point Brush und gehe in Felice rein, in meinen Silberton. Den gebe ich mir dann als Inner Corner Highlight auf. Oh, das wird geil. Gefällt mir mega gut. So, dann habe ich hier noch eine Mascara drin. Das ist einfach die Black Mascara. Bin sehr gespannt, wie das Bürstchen aussehen wird. Oh, das ist ein Gummibürstchen. Hat schon mal Pluspunkte bei mir gesammelt. Riecht nach nicht viel, nach ganz normaler Mascara halt, ne? Die ist besser als erwartet, Leute. Das ist die erste Schicht. Die zweite Schicht und das ist die dritte Schicht. Und ja, zwei Schichten hätten jetzt ausgereicht, aber ich finde drei Schichten bei mir mal irgendwie schöner. Ich mag es einfach lieber bei mir. Man muss hier sehr, sehr vorsichtig arbeiten, weil die echt flüssig ist und wenn man halt etwas längere Wimpern hat oder oft mal das Problem hat, dass sich oben Wimpern abstempeln, dann sollte man jetzt wie ich auch so ein bisschen Schlafzimmerblick machen, weil sonst läufst du echt Gefahr, dass die Wimpern oben oder unten Spuren hinterlassen. Den Highlighter werden wir auch noch gleich aus der Palette verwenden, aber bislang gefällt sie mir richtig gut. Das ist übrigens auch das Verlosungsprodukt in dieser kleinen Schminkrunde, die ich hier mit euch zusammen habe. Also, das kannst du hier gewinnen. Mega. Gefällt mir richtig, richtig gut. Wow. Hätte ich echt nicht mitgerechnet, ne? Ich nehme auch einen von den Highlightern als hier Augenbrauen-Highlight und zwar Viviana. Den helleren von den beiden. Gehe da einfach mit dem Point Brush rein, klopf vorsichtig ab,
gebe mir das hier unter die Augenbraue. Joa, ich glaube, der Highlighter kann was. So sieht jetzt der fertige Augenlook aus und mir gefällt es richtig, richtig gut. Wow. Mensch. Jetzt müssen wir noch das Gesicht zu Ende machen. Fürs Gesicht habe ich hier eine schöne Palette mit Blush und Bronzer. Die habe ich ja eben schon fürs Puder verwendet. Highlighter haben wir in einer anderen Palette drin. So, wir bronzen zuerst und da habe ich hier einfach einen Bronzepinsel. Da gehe ich erstmal vorsichtig in diesen etwas helleren Ton rein und gucke einfach mal. Ich glaube, der wird auch schon passend für mich sein. Der ist jetzt nicht zu doll. Aber ich will es auch gerade nicht so irre doll haben, weil ich finde meinen Augenlook schon ziemlich krass. Dann wollte ich mir jetzt auch keinen heftigen Bronzer irgendwie setzen. Auch da muss ich nur ganz, ganz vorsichtig hier mit dem Pinsel reingehen, weil die Pigmentierung ist wirklich ganz gut, ne? Also da brauche ich mich nicht beschweren. Mein Gesicht wird schon sehr schön aufgewärmt. So, dann gehen wir in einen Blush-Ton rein. Und da ich ja schon gesehen habe, dass diese Töne sehr stark pigmentiert sind, möchte ich nicht zu sehr eskalieren. Ich versuche jetzt erstmal vorsichtig diesen rosa Ton und ich gehe ganz vorsichtig rein. Ganz vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Und gebe mir das ganz vorsichtig auf. Also ich finde den Blush echt schön. Sehr dezent, sehr frisch. Gefällt mir. Lässt sich aber auch schön aufbauen. Also wenn ich jetzt ein bisschen mehr haben möchte, dann gehe ich noch einfach ein bisschen drüber und kriege dann auch mehr Farbe. Ein nices Ergebnis, wie ich finde. Auch die Palette kann ich euch definitiv ans Herz legen. Die ist ziemlich cool. So, dann trage ich jetzt noch etwas Highlighter auf. Da habe ich ja in dieser Palette diese beiden Töne. Dann nehme ich aber den helleren Ton. Trage mir den einfach mit dem Highlighterpinsel auf. Und der kann was. Also man kann sich dadurch einen dezenten Glow machen, so wie ich den jetzt habe. Man kann den aber auch aufbauen, dann kriegt man da so richtig Bäm. Wow. Wow, wow, wow. Ja, auch die Palette kann ich euch mega ans Herz legen. Wie gesagt, die kann sich hier im Video gewinnen. Dann kommen wir jetzt mal zu den Lippenstiften und da habe ich It's Time for Nude Kiss My Perfect Nude Lips. So eine komplette Palette. Eine ganze Batterie oder ein ganzer Kasten voll mit Nuden Lipsticks. Mega, oder? Das ist in der gleichen Art gehalten wie diese Lidschattenpalette, die ich dir gleich auch nochmal kurz swatchen werde. So, und ich versuche es mal mit diesem hier. Das ist der Lipstick Nummer 5. Sonst hat er keinen Namen. Der riecht aber gut. Der riecht blumig. Wirklich schön blumig. Und der lässt sich wirklich soft swatchen. Das finde ich auch schön. Und den trage ich mir jetzt mal auf. Und dann gucken wir mal, wie der dann auch aufgetragen aussieht. Der sieht jetzt deutlich pinker aus, als er das hier hat vermuten lassen. Das ist definitiv nicht nude. Nee, da nehme ich dann doch lieber die etwas dunklere Farbe. Das ist mir dann doch zu pinky gerade. Dann habe ich hier nämlich die Nummer 6. Den mache ich jetzt einfach mal drüber. Der ist nämlich auch in so einem Braun. Das ist, glaube ich, besser gerade. Der riecht auch gut. Nach dem gleichen, glaube ich, oder? Ja. Ja, der ließ sich auch echt schön auftragen. Also von der Form des Lippenstiftes ist es echt toll. Und ihr Lieben, wir haben den Look fertig, ne? Jetzt muss ich noch meinen Blumenhaarreif abnehmen und dann bin ich wirklich schon ready for takeoff. Zunächst mal, ja, auch diese Lippenstifte kann ich empfehlen. Die fühlen sich gut an. Klar, Haltbarkeit, ne? Das wird jetzt nicht Ewigkeiten halten. Aber die lassen sich schön auftragen. Du brauchst da jetzt nicht unbedingt einen Lipliner für. Und ich finde es vom Ergebnis her echt schön. Es ist matt, aber nicht totmatt. Das heißt, du hast immer noch das Gefühl, dass du halt so was Cremiges auf den Lippen hast, aber jetzt nicht schmierig, klebrig, dass es zusammenbappen würde oder so. Es ist wirklich angenehm. Als hättest du so einen Lippenpflegestift oder so drauf. Das ist wirklich toll. Das hier sind übrigens die Swatches von der anderen Palette. Definitiv nicht so gut pigmentiert wie die, die ich jetzt auch auf den Augen trage. Das heißt, wenn ihr vor der Wahl steht, diese rote Palette oder diese, die ich jetzt auch auf den Augen habe, nehmt die, die ich jetzt auch auf den Augen habe. Die ist deutlich besser.
Ja, ihr Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Hat mir mega viel Spaß gemacht und ich finde, dass das Ergebnis echt toll geworden ist. Man darf nicht näher rangehen zu dem Concealer, aber ansonsten sieht das Ergebnis gut aus. Ja, gefällt mir. Vielen Dank, dass ihr mich darum gebeten habt, das zu machen. Habe ich unheimlich gerne gemacht. Fucking 25 Euro. Also, würde man nicht denken, wenn man mich jetzt auf der Straße sieht, dass mein Make-up echt so günstig war, oder? Also, ich finde, es sieht bei weitem nicht so billig aus, wie es war. Ich filme jetzt mit meiner Handykamera, also dementsprechend ist die Qualität jetzt nicht so gut wie eben. Aber ich finde, man kann schon sehr gut sehen, was mit dem Make-up passiert ist, wie sich das so verändert hat. Also wir haben es jetzt 9 Uhr abends, das heißt, es ist 7 Stunden drauf. Und ja, hier an meinem Mr. Fred ist tatsächlich alles abgegangen, was drauf war. Der Lidschattenlook ist ineinander verwischt. Aber halt noch da. Unser Nachbar stellt die Mülltonne raus, falls ihr es rappeln hört. ja, also die Foundation hat sich hier an meinen Falten, auch vor allem an meinen Lachfalten, ne, schön abgesetzt. Ja, Glow ist noch da. Aber ich fühle mich auch echt übel, muss ich gestehen. Es juckt so ein bisschen und ich freue mich jetzt zu duschen. Also es juckt in dem Sinne, ich merke, dass ich was drauf habe und ich will es einfach abmachen. Augenbrauen, alles tippitoppi, die haben gut gehalten. Mascara hat sich nicht abgestempelt. Eyeliner ist tatsächlich auch da geblieben, wo er hin sollte. Ja, aber ne, das ist keine Longwear Foundation, sage ich mal. Und 7 Stunden ist jetzt eigentlich auch nicht so unbedingt die Welt. Aber ja, dann in der T-Zone habe ich extrem nachgeölt, was ich normalerweise gar nicht mache. Aber es ist sehr, sehr ölig auf meiner Stirn, Nase auch wohl, ne? Hier an den Lippen jetzt nicht unbedingt. Gut, wir waren essen, ne? Wir waren ja auch beim Griechen. Dementsprechend war es auch Hardcore-Test, weil da ist die Luft ja auch nicht so besonders, aber... Ja, ihr Lieben, alles zur Verlosung habe ich im Video gesagt, beziehungsweise steht unten in der Infobox drin. Schau gerne mal vorbei. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich sehr drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!